Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Rogue Legacy 2 im New Game Plus 7, wo wir jetzt irgendwie im zweiten Gebiet hier Aristis, Nubis, Lunis, Lundis, wie auch immer, angekommen sind. Ich hab's vergessen, wie das Gebiet heißt. Sehe ich das eigentlich irgendwo? Moment, vielleicht jetzt nicht bei der ganzen Aktion. Ah, hier, Axis Mundi, so, genau. Alles klar, wisst mal Bescheid. Was gibt's denn eigentlich noch für Tipps so? Achso, genau, ist einfach Karte, bla. Habe ich alles schon vergessen. Jo, gut. Machen wir mal. Irgendwie gibt es hier noch eine Feentruhe zu holen. Das sollten wir uns natürlich dann dementsprechend auch abholen, das Ding. Gold, fall nicht ins Wasser. Bitte bleib bei mir. So. Und eigentlich ist unser Auftrag nach wie vor unsere XP auf Levelmöglichkeit oder unser XP-Gain zu erhöhen, sagen wir es mal so. Unser Zugewinn an XP wollen wir erhöhen. Was war denn das jetzt? Was hat mich da gerade getroffen? Hallo? War da Schleim auf dem Boden und ich hab's nicht gesehen? Oder hat... Was war das gerade? Keine Ahnung. Irgendwas hat mich auf jeden Fall getroffen. Vielleicht ist auch gleich Feierabend. Das kann gut sein. Ich versuche mich zu konzentrieren. Nee, das lassen wir lieber auf der Höhe. Ich glaube, da komme ich nicht drunter durch. So, schön Gold, 52.000. Wie gesagt, damit können wir der XP-Gain ein bisschen hochbekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal absolut sinnvoll. Hier ist auch wieder eine Kiste, wenn ich das richtig auf der Karte sehe. Ja, im Prinzip haben wir in der letzten Folge oder in den letzten Folgen festgestellt, dass es für uns nur darum gehen kann, alles zu erhöhen. Und ich immer wieder Weisheiten aufstelle, was denn das alles so wäre. Ich flieg mal hier drüber. Hört man mich gut? Ich hoffe, die letzten Aufnahmen waren soweit in Ordnung, in normaler Qualität und so weiter. Lasst es mich gerne wissen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wird mir mega weiterhelfen, da so ein bisschen Feedback von euch zu erlangen, ob man sich das Ganze anhören und anschauen kann. Ja, danke auch. Ah, ja, ich habe halt den letzten Tropfen vom Blobfisch. Mit dem habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Super. Freue ich mich kaputt. Wie gesagt, wir wollen XP machen, also gehen wir hier auf den Ritter. Jo, gut, komm, auf geht's. Leveln hier XP hoch. Dürften jetzt um die 800 XP machen pro Tötung oder so. Hier, bam und bam. 25% mehr XP. Wir kriegen sogar auch 30 noch hoch. Alles klar. Holen uns sogar noch ein bisschen Damage mit. Was soll's. Ja, Ausrüstung haben wir enorm viel Neues. Wir können hier mal reinschauen. Ich habe hier die Glabauter-Waffe. Ja, auch die müsste ich dringend verbessern. Könnte ich sogar, wenn ich ein bisschen Gold habe. Aber hier sehen wir auch, wir brauchen enorm viel Erz und so, um den ganzen Kram da hochzubekommen. Irgendwann habe ich doch Hartleder 4 bei irgendwas gefunden, ne? Zuletzt. Ja, kann natürlich Helm, kann sonst was gewesen sein. Also ich muss hier jegliche Ausrüstung in der Form irgendwie mal hochdrücken. Hier war, glaube ich, Obsidian oder sowas gut. Was war hier gut? Irgendwas, was Vitalität und Rüstung gegeben hat. Auch hier wäre so viel gut. Ah ne, Schmuck war das. Genau. Der Obsidian-Schmuck. Auch den könnte man kaufen, anlegen. Dann verliere ich, glaube ich, ein bisschen was. Was haben wir im Moment? Wir haben Klabauter Einheitsstufe 40. Und haben damit 15 Stärke. Okay. Dann könnte ich eigentlich das hier ja kaufen. Nicht Goldrausch. Aber den müssten wir auch mal hochdrücken, was da die nächste Stufe ist. XP-Gewinn, Goldgewinn vielleicht. Wäre natürlich auch nett, ne? Bei Goldrausch. Naja. Obsidian, Ausrüstung. Hier, da verliere ich Geschick und Fokus, was absolut Bullshit ist hier auf Klabauter. Verliere 10 Einheitsstufen, bin trotzdem noch bei Stärke und kann das Ding hier bauen und gewinne Vitalität und Rüstung dazu. Da bin ich dabei. Da bin ich nicht dabei. Mir fehlt ein bisschen Gold. Es ist zum Kotzen. Okay, aber das denke ich mal, kann ich mir ja merken. Das sollte man dann gleich mal umsetzen. Und dann machen wir direkt mal einen ordentlichen Sprung. Dann könnte man Charon auch noch bezahlen. Was mir kein XP gewinnen. Doch, ich könnte XP hier farmen und Charon bezahlen. Plus 1 auf alle Werte und so. Der ganze Scheiß, ne?
Ah, Runen wollten wir auch noch. Runengewicht geht dann, glaube ich, aber auch hoch, wenn man Charon bezahlt oder sowas. War das nicht so irgendwie? Irgendwas? Irgendwas war mit dem noch. Ich glaube, das Runengewicht geht sogar hoch. Das, was echt nicht so schlecht wäre. Da könnte ich viele neue Sachen dazu packen. Lecko mio, ey. Ich könnte so viel machen. Es ist zum Kotzen. Achso, ich achte gar nicht auf die XP. Was kriege ich? 835. Das ist definitiv nett. Da geht schon mal was. Auch wenn da mal ein Boss fällt oder so, ne? Da geht da richtig was. So, stirb. Ich habe doch XP. Rittchance und so. Hier kriegen wir, glaube ich, Ausrüstungsgewicht hinzu. Oder wie war das, ne? Beim Ritter. Oder? War das so? Vitalität war Barb und irgendjemand Valkyrie oder so. Ach, keine Ahnung. Ist ja nicht so wichtig, kann ich nachschauen. Und wie gesagt, wir müssen hier eh gucken, dass wir irgendwie vorankommen. So oder so. Oh. Das holen wir mal mit. Das holen wir mal mit. Und vor allem auch bitte dran denken jetzt, Monty. Nicht vergessen, das wäre irgendwie so sauschlau. Jetzt können wir da irgendwie Feentruhen öffnen. Das holen wir auch mit. Noch ein Extra-Leben. Jetzt sind wir eigentlich gut aufgestellt. Skelettschlüssel, Extra-Leben. Das sieht doch alles nicht schlecht aus. Da kann man ja eigentlich ein bisschen was damit abgrasen, ne? So, zwei Skelettschlüssel sogar. Denkt dran, Monty, ich sehe es schon kommen. Ich beende gleich die Folge und habe nichts abkassiert. Und wir müssen die Ausrüstung da bauen, ne? Das sind so die Pläne. Und XP eventuell weiter hochdrücken, wenn wir genügend Gold farmen und Charon bezahlen und was weiß ich denn alles. Und Crit-Chance hochsetzen und Ausrüstungsgewicht und Runengewicht und Runen bauen, weil sie eigentlich freie Upgrades sind, ne? Wenn man das dementsprechende Runengewicht hat. Es hat ja keinen Nachteil, das Runengewicht voll auszunutzen, glaube ich zumindest mal nicht. Kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, dass das so wäre. Könntest du bitte mal critten? Ritter, hallo. Was ist denn mit dem? Der hat doch auch eine Crit-Chance von 15% oder sowas. Gut, 15% ist halt nicht immer, ne? Ist halt auch klar. Ne, was habe ich so grundsätzlich? 14 oder so? Steht das nicht hier irgendwo? Wo sind meine Werte? Ah, hier, Ausrüstung, Werte. Crit-Chance, hallo? Wo ist sie dann? Zufällige Waffen-Volltreffer-Chance. Was? 25%? Wollen die mich veräppeln, oder was? Das sehe ich aber gar nicht. 14, 15 über die Skillung. Irgendwas über die Runen. Ah, hier war mal einer. Und da noch einer. Sehr schön. Da kommen doch die Crits. Ja, aber ich muss auch Geschick hochsetzen, um meine Crits auch wirklich mal voll unterzubringen. Crit und Damage muss dann natürlich auch hochgesetzt werden, um wirklich auch passende Crits hier zu setzen, die richtig reinrotzen und nicht so Pseudo-Crits da. Aua, 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 war klar, es war klar. Ich kenne euch mittlerweile. Oh, jojo, der Boden war offen, habe ich zu spät gesehen. Aber bin noch glücklicherweise weggekommen. Holen wir uns die Kiste da hinten. Ach, wie schön. Ach, wie toll. Was wird das? Ja, gut, alles klar. Könnten wir bitte mal so eine Feentruhe auch finden, wo ich irgendwie einen Skelettschlüssel auch nutzen könnte? Das wäre echt nice. Was haben wir an Gold? 21.000 XP haben wir auch schon gut gemacht. Also es ist ja... läuft ja an sich. Und wir kommen endlich mal bei einer Klasse wirklich nochmal ordentlich voran. Jo, kann ich mir mitholen hier. Was ist ich, sein Talent, Bastion da. Yay, sind wir nicht angreifbar und so. Und rotzen alles weg, sehr schön. Geh ich mal hier rüber. Wollte ich das super krasse Talent mal zünden, da geht's nicht. Traumhaft. Ja, warum sind die Crits, sind die echt nur wegen der Geschicklichkeit so schwach? Ich weiß ja, dass das damit skaliert, aber die sind ja echt enorm schwach. Stimmt, es gibt ja auch noch hier, gibt es nicht so einen Wert sogar hier ausrüsten. Der müsste ja
Wo steht das? Fähigkeits-Volltreffer-Skalierung, Geschicklichkeit, 128%. Ja, habe ich ja irgendwann mal gesagt, dass wir ungefähr 28 oder 25% mehr Damage machen. Habe ich ja gut geschätzt. Geht also hier über Geschicklichkeit, was wesentlich zu wenig gelevelt ist. Und man kann es generell noch hochziehen über irgendeinen Wert, ne? Das ging auch noch. Also braucht man auch wesentlich mehr, ne? 28% mehr Damage ist halt gar nichts bei einem Crit. Da muss locker mal eine 50 stehen oder mehr. Sonst lohnt sich das nicht. Also wir sehen es, wir haben überall so halbs gelungen. Alles so halb gemacht. Halb die Charaktere aufgelevelt. Genau den Charakter hochgelevelt, der uns einen Fokus bringt, der mir nichts bringt. Weil ich darauf nicht so spiele jetzt hier mit Magie in irgendeiner Form. Auch wenn es manchmal hilft und vielleicht auch geile Skillungen ermöglicht. Habe ich halt trotzdem nicht in den Fokus gesetzt. Ich habe Fokus nicht in den Fokus gesetzt. Kann man nichts machen. Ja, hier, wenn ich kritte, dann müssen die halt direkt umfallen. Oh, schön. Komm, das probieren wir. Da scheitern wir natürlich jetzt. Ist ja klar. Oh Gott. Oh Gott. Oh nee. Och Leute, nee. Oh nee. Und dann noch zwei von den Kollegen. Och, das ist doch nicht. Ist es wahr? Ist es wahr? Ist das jetzt wahr? Ja, genau. Ja, mach doch. Easy. Ah, die machen keinen Treffer. Okay. Wenn ich sie berühre. Das ist ja nett. Ist mittlerweile bei allen Gegnern so, oder was? Die Ritter, wenn ich die berühre, dann kriege ich doch Schaden. Ja, gut, da kann ich nichts mehr machen. Ich wollte jetzt hier Bastion zünden, um da. Ah, ich kriege hier noch ein extra Leben. Und die Skelettschlüssel sind auch weg. Super. Toll. Dem toten Dronnen. Klopp drauf, klopp drauf. Hier, du bist irgendwie entronnen und jetzt ist Bastion da und nervt mich sogar noch. Trauma. Oh, ist das so mies, oder? Eigentlich ist der Platz hier gut zum Kämpfen. Ja, genau. Lauf doch mit deinem. Lauf doch noch 17 Meter, wenn du da explodieren willst. Warum nicht? War klar. Die Sache ist noch nicht gegessen, Leute. Die ist noch nicht gegessen. Hier. Oh, Glück gehabt. Oh. Ach nee. Ach, come on. Nee, nee, nee. Nö, nö, nö. Hey, komm, ich stell mich nicht so dumm an. Einer ist weg, einer ist weg. Zieh durch. So, komm. Zieh durch. Ach, schießt der noch unten. Fakometer. Leco mio, ey. Ausrüstungsgewicht plus 10. Ritter Rang 14. Okay, das hat sich ja zumindest mal gelohnt. Was ist das denn? Pazifismus, traumhaft. Nochmal so ein Ritter. Ich würfel mal durch. Magiebruch, Lamnesch, bla bla. Valkyrie war, glaube ich, auch. Ja, komm, ich hol die mal. Was soll's? Ah, die ist das mit dem werfenden Hammer. Genau, Mjölnir. Nee, das war, glaube ich, gar nicht geil, ne? Zumindest mal auf meinem Niveau noch nicht geil. XP Boost können wir nochmal reinhauen. Da sieht das so langsam wirklich absolut sinnvoll aus. Und nochmal Damage. Gut, okay. Und wie gesagt, Geschick wäre auch sinnvoll. Was will denn er hier noch? 50.000. Ach so. Ach, jetzt habe ich wieder kein Geld. Ja, alles klar. Wegen der Ausrüstung, die ich noch kaufen wollte. Ah, und ich wollte auch gucken, was Valkyrie bringt. Und ich wollte gucken, was für ein Level wir mit ihr haben. Oh Gott. Denk doch mal an irgendwas, Monty. An irgendwas. Wär echt mega schlau. So, Kritte und stirb. Und was gibt's hier? 700 XP. Warum gibt es bei manchen Chars da unterschiedlich XP? Das ein Grund? Aber ich habe auch das Gefühl, manche brauchen nicht so viel XP. Aber irgendwie kriegen sie auch weniger. Oder ich bin bescheuert. Kann auch sein. Auf jeden Fall stauben wir hier gerade gut XP ab. Sehr schön. Nein. Kein Interesse am Tod. Und noch was Schönes finden. Weißholz, Helm plus 1. Sehr gut. Ja, gut, okay. Ist doch in Ordnung.
Aber Valkyrie kann man eigentlich auch noch relativ gut hochspielen hier. Das ist jetzt nicht der Hammer. Ah, stimmt, mit der könnte ich auch hier das Auge oder sowas besiegen, da einfach so reindonnern. Müsste ich auch mal machen, die Bosse da. Und da würden wir da auch wieder ein Stück vorankommen. Hätte ich jetzt machen können. Nicht dran gedacht. Ich hoffe, mein PC rödelt gerade. Kann das sein? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ja gut, das bleibt jetzt liegen. Nein, das bleibt doch nicht liegen. Alter, wie krass ich das eingesammelt habe. Habt ihr das gesehen? Absolut gewollt. Och, ja komm. Was ist dann, du blöde Axt, Alter? Schwede, ey. Nee, nee, okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, die kann nach unten schlagen, gell? Das war das. Ah, das ist noch ihr Vorteil. Oh, Valky. Valky ist locker. Valky ist cool drauf. Valky. Stirb, Knoche. Nein. Skelett-Ding. Ich bin gleich down. Er ist gleich down. Hol die XP mit. Und hol das Gold mit. Sehr schön. Ja, ich glaube, auf jetzt mal ein bisschen XP zu setzen, ist, glaube ich, nicht die schlechteste Wahl. Nicht ganz so schlecht. Ja, dass die in alle Richtungen hauen kann, das ist nicht schlecht. Kann man schon? Ja, klar. Da ist man eigentlich schon ausgewichen. Springt man nochmal rein. Warum nicht? Ja, es reicht nicht, ne? Valkyrie Rang 9. Aber trotzdem, mit der ist was möglich auch. Irgendjemand kommt mich hier... Ja, kommt mich besuchen. Ich bin aber nicht da. Ich bin nicht da. Offiziell, glaube ich. So. Kommt mich jemand besuchen? Nee, war nur Postbote oder so. Da hätten wir nochmal eine Valkyrie. Jo, hol ich jetzt nochmal mit. Mit der will ich... Oh, und 165 Goldbonus habe ich gerade liegen lassen. Super clever, Monty. XP geht nichts. Wir wollen die Ausrüstung bauen. Ich habe dran gedacht. Es ist der Wahnsinn. So, hier. Wir wollten Obsidian kaufen und anlegen. Haben wir gemacht. Sehr schön. Und sind dadurch besser als mit Glabauter. Jo, ne? Fokus und Geschick, Waffen, Volltrefferfähigkeit, bla. Sind wir wieder ein bisschen schwächer geworden. Hier, Glabauter kann ich nicht aufwerten. Hier haben wir Glabauter an. Könnte ich aufwerten, kriege nochmal mehr Vitalität. Machen wir auch. Mehr geht aber nicht. Und wir hätten es sogar nochmal. Und kriegen so die Einheitsstufe auch ordentlich hoch und nochmal mehr Vitalität. Hier auch die Waffe. Muss ich auch machen, ne? Also war mega teuer. Okay. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Alles klar. Ah, und die Bosse. Die Bosse. Die Bosse. Valkyrie. Ausrüstungsgewicht, ne? War doch so, oder? Bin ich gerade bescheuert? Jo. Alles klar. Stärke. Waldläufer und Ronin. Eine Rüstung. Lanzenkleider und Pirat. Wäre auch nicht ganz unwichtig, ne? So, Auge. Nee. Nee. Das Auge muss sterben. Das Auge muss weg. Auge stirbt. Können wir da noch was machen? Nee, ne? Ah, habe ich schon Valkyrie. Da geht noch nichts. Hier. Jo, ne? So, Auge, stirb! Was haben wir denn da? Nee. Was Schöneres wäre schön. So, machen wir irgendwie mehr Magieschaden. Ist, glaube ich, Quatsch, ne? Oder die Waffe fügt Magieschaden zu. Ich hoffe, das stand gerade da. Ah, hier sehr schön. Das ist hier gar nicht so schlecht. Gut, Leben haben wir nicht so viele. Wie habe ich das dann sonst immer geschafft hier? Was steht da? Alle 3 Sekunden fügen dein nächster Waffenangriff umliegende Gegner Magieschaden zu. Ja, gut, alles klar. Boah, gerade so auf 100% gelandet. So, wie habe ich denn das Auge vorher geschafft da immer mit den anderen Klassen? Bin ich doch irgendwie ausgewichen? Bin ich dann so drüber gesprungen und generell ausgewichen? Ne? Ich glaube schon. Ne? So irgendwie habe ich es wohl gemacht. War nicht so krass offensiv da drin im Game. Naja, ich check's einfach nicht. Das check ich übrigens auch nicht. Wie? Die konnte man doch normalerweise wegkicken, oder? Ne, die konnte man wegkicken. Jetzt hänge ich da in der Luft rum. Und bin im Arsch. Oh, Alter, das Auge haut mich da auseinander. Das ist wirklich ein wahrer Witz.
Ah, hier kann ich Angriffe abblocken noch mit diesem... Ah, oder ich brauche Glück mit den Angriffsserien, was es da startet, das Ding da. Komm, 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 mach was. Hau einfach rein. Hau einfach rein. Hier, sei geschickt. Nö. Sei doch geschickt, Mann. Du Depp. Also ich. Ah, lecko. Mio, ey. Ja, mehr Waffenschaden, wenn ich nicht getroffen werde. Supergeil. Oh, ich hab Hunger. Und ich könnte kotzen. Efeu, was ist das denn? Na, das ist alles Bullshit. Ja gut, ich hol's jetzt mit. Hier, immun, supergeil. Bisschen länger immun. Gut, das hilft vielleicht sogar, den einen oder anderen Treffer nochmal zu umgehen. Ja, was geben die mir denn hier für... Perks, Mann. Egal, komm, streng dich an. Komm, ey, ich muss das doch schaffen. Das kann doch nicht wahr sein. So schwer ist es nicht. Man muss ein bisschen geschickt springen. Aber wenn sie da die Mehrfachschüsse macht, dann muss man, glaube ich, laufen oder was war das, ne? So, und das Ding, das müssen wir wegdaten. Okay, so, ich bin im Game. Ich bin im Game. Hier, geschickt, geschickt, sei geschickt. Ach Gott. Ach Gottchen. Was, da komme ich doch nicht weg. Dann riech ich mich doch nicht auf. Hier, da hat es mal geholfen, dass ich ein bisschen länger immun war. Das war dämlich. Bitte doch mal. Ich hab doch Crit. Achso, bringt hier nichts, ne? So. Wir sind noch im Game. Wir sind im Game. Wir sind im Game. So, wir machen mehr Damage jetzt sogar. Bringt mir nichts. Super. Jo, alles klar. Naja, wir sind nicht im Game. Ich bin tot. Paco Meta, Alter. Komm jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, waren Kack-Perks, oder? So, hier mehr Schaden oder Volltrefferchance. Volltrefferchance. Wobei, na ja, gut. So, was haben wir noch? Irgendwelche Platten. Essen gibt's hier nicht oder ich finde es nicht. Komm, ich wirke auch mal die Zauber. Scheiß drauf. So, und wir haben Gift oder Brennen, ne? So, Brennen. Auf geht's. Brennen war, glaube ich, besser, oder? Glaube ich. Keine Ahnung. Bin ich noch zu hören? Ist die Aufnahme in Ordnung? Ich hoffe doch. Lecko, Mio, komm, konzentrier dich. Konzentrier dich. Konzentrier dich, Monty. Konzentrier dich. Das war kein Zauber. Das war ein Zauber. Genau. Einfach eine Plattformwechsel. Geht doch. Oh, ich bin's nicht gewohnt, auf der Seite zu spielen. Paco Meta. Plattformenwechsel. Okay, so nicht. Ja, genau. Doppeltreffer. Paco. Lecko. Jawohl, das war natürlich gewollt. So, Plattformwechsel. Andere Seite wieder. Gibt's hier Essen? Gibt's hier Essen irgendwo? Gib mir Essen, gib mir Essen. Stirb. Stirb, hab ich gesagt. Nein, falsche Richtung gelaufen. Nee, 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 oh Gott. Stirb, stirb, stirb. Nein, Alter. Yes. Fuck. Glück gehabt. Gibt auf jeden Fall ein paar Punkte. Wir kommen ein bisschen der ganzen Sache näher. 22.000. Brauchen, glaube ich, 60.000, um die 500 zu holen, ne? Also noch zwei Kämpfe, sage ich mal. Zwei bis drei Kämpfe mit verschiedenen Charakteren, um wieder 500 Seelenmünzen zu holen, um die Crit-Chance, Goldfund, sonst was hochzudrücken. Ganz nett. Ja, und hier ähnlich. So. Da haben wir Brennen, sehr schön. Schön starkes Brennen. Jetzt vielleicht was Defensives vielleicht noch so. Was kriege ich denn hier für Perks? Sag mal, Leute, spinnt ihr oder was? Waffe baut Kombo-Punkte auf. Ja, gut. Was habe ich noch in Entschlossenheit? Oh, Fehlentscheidung. Oh, lecko mio, ey. Das hätte vielleicht geholfen, aber das hat ja auch nicht immer funktioniert. Komm, scheiß drauf. Wir machen das jetzt so.
Komm, Gegner, und stirb. Renn, renn. Rennt, alle meine Freunde. Rennt, brennt, brennt und brennt. Ah, hier gibt's ja Essen. Das ist noch der Vorteil. Und hier schön reinbollern mit Kombo-Punkten und so weiter. Ah, das ist sogar schon angeschlagen. Schön. So, das sieht doch gut aus. So. Was mache ich da? Hier könnte ich was abwehren. Huhu. Warum hole ich's Essen schon? Will ich gar nicht. Fuck. So, da kriegst du richtig auf die Nuss. Genau, da kriegen alle schön auf die Nuss. Der eine sitzt schon dumm rum. Schön. Und wir müssen mal kurz weg. Das Brennen ist halt mega stark, glaube ich, wie immer. Hilft halt. Schön zur Unterstützung, wenn man ein bisschen unterwegs ist. So, hier schön reinbollern. Genau. Nee, machen wir nicht. So, der will irgendwas machen hier. Nee, ich bin auf der falschen Seite. Ganz eindeutig auf der falschen Seite. Hab aber eigentlich noch genügend Leben, um da reinzubrettern. Dann hauen wir mal eine Runde ab. Da können wir durch. Genau. Einfach weghauen, das Ding. Das sieht gut aus, oder? Das sieht gut aus, Leute. Jawohl, wie krass ich ausgewichen bin. Es ist der... Wow. Der helle Wahnsinn. Kaputt. So. Nochmal ein Stück im Spiel vorangeschritten. Valkyre. Der Valkyrenmann. Da ist er. Da geht er ab. So, der Valkyr. So ist es. So, wie sieht's denn eigentlich mit unserem komischen Geschäft da aus? Hier, seltsames Geschäft. 42.000 würden wir auch wieder die Seelen da bekommen. Was habe ich denn da bei allen? Oh, ja gut. Da fehlt, aber ich habe auch gerade investiert. So, und dann gibt es dieses Super-Duper-Geschäft da. Was war das? Wo steht denn das nochmal? Irgendwo stand das doch. Diese ganz krasse Geschichte da. Oder habe ich das nun mal irgendwo gelesen und euch dann gesagt oder so? Könnte ich hier noch was aufbessern, was mir jetzt irgendwas bringt? Hier, EP-Gewinn könnte ich hochziehen. Gold-Bonus-Merkmal könnte ich hochziehen. Charons maximale Stufe, wie hoch auch die immer ist. Aber da sind wir halt noch nicht. Ob das 13 ist, 23, was auch immer. Charon ist dämlich. Ah, mit dem EP-Gewinn, aber das ist halt Goldbonus-Merkmal, war ja die Geschichte, wenn die irgend so was haben, ne? Irgend so ein Perk. Aber trotzdem halt super wichtig, ne? Runengewicht und Ausrüstungsgewicht. Ist sicherlich nicht schlecht, ne? Gut, Rüstung und Vitalität, Goldgewinn. Wäre natürlich auch... Goldgewinn ist, glaube ich, generell. Fassungsvermögen. Ich spaß mir mal auf. Ich weiß gar nicht, was ich da hochgelevelt habe und was nicht. Komm, ist egal. So, den Run machen wir noch. Auf geht's. Macht Bock. Hat Spaß gemacht heute. Ich habe heute jetzt 2 Stunden, 3 Stunden aufgenommen, die letzten 4, 5 Folgen. Ich hoffe, es war auch alles technisch in Ordnung. Das wäre auf jeden Fall mal absolut sinnvoll. So, hier gehen wir hoch. Boxen alles weg. Es ist ein wahrer Traum. Und holen uns XP und Gold mit. Hatte ich jetzt die Ausrüstung eigentlich schon gelevelt? Jo, ne? Hatte ich doch reingesetzt. Ja, ne? Ja, klar, logisch. Schon ganz vergessen jetzt. Genau, ich sagte ja noch, ich habe das ausgegeben, den Kram da. Ja, die ganze Ausrüstung auch mal hochziehen, um wirklich auch mal Builds spielen zu können. Dann kommt man überhaupt mal in den Genuss bei dem Spiel hier. Hier so eine Balliste. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Weiß gar nicht, ob die so stark war oder nicht. Habe ich jetzt gar nicht mehr so krass eine Erinnerung. Lecko! Aha! War das gerade ein Magie-Volltreffer oder was war das? Hier hat es richtig schön reingedonnert. Oh, Alter, das war knapp. Also reingedonnert im wahrsten Sinne des Wortes. Aha, dein Leben ist angegriffen, warum auch immer.
Irgend so ein Herzschlag-Finale-Ding hast du. Ein Herz-Debuff. So, hier wird es auch nochmal Ausrüstungsgewinn oder Ausrüstungsgewicht geben. Ach stimmt, das Runengewicht setzen wir ja durch alle Level-Ups hoch. Das war ja die Geschichte noch. Auch sehr, sehr wichtig, um dann weitere Perks freizuschalten. Im Runengewichtbereich Volltrefferchance, Seelendieb und so ein Schrott, ne? Wow, wow! Kollege, was machst du denn da? Mit dir habe ich jetzt so nicht gerechnet. Oh, gar nicht cool, gar nicht cool. Oh, nee. Nee, gar nicht cool. Och, come on. Direkt hinten dran hat... Och, warum mache ich einfach nicht die Kiste auf? Leco Mio, Alter. Ja. Oh. So. Eine Valkyrie mit, was? Keine Immunität nach dem Schaden, mehr Gold, bla. Jo, komm, machen wir noch schnell. Den Run machen wir noch. Ja, ich kann ja Gold gewinnen, hier XP generell auf 30 dann setzen. Ich könnte es dann auf 35 setzen, wenn ich diese Seelenpunkte dort investiere. Dann Gold bei Merkmal müsste das hier sein. Ja, für gewisse Merkmale. Da gibt es dann massiven Bonus drauf. Mhm. Runengewicht würde hier, glaube ich, auch noch ein bisschen was gehen, um dann gewissen Perks freizuschalten. Auch Erzgewinn und Äthergewinn und so, das sollte man auch mal fokussieren irgendwann mal. Rüstung wäre auch absolut sinnvoll. Fuck, ich fange schon nochmal so an zu reden wie immer. Ja, um auch im normalen Spieldurchgang weiterzukommen. Geschick. Ja, Geschick, ne? Klar. Crit-Chance. Fuck. Fuck, 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 fuck. Charon. Ich kann nicht mehr. Es ist so viel. Es ist einfach so viel zu leveln in dem scheiß Spiel. Man kann einfach alles leveln. Und alles ist wertvoll. Und ich verliere die Nerven, Alter. So, jetzt streng dich ein bisschen an, hol ein bisschen Gold. Ja, wir haben einen schönen Goldbonus. Hol ein bisschen Gold hier jetzt mal mit. Oh Gott, und da kommt direkt so ein Sack. Das ist doch nicht wahr. Verpiss dich, Magier. Wenigstens einen. Hol mal mit, ne, tot. Was war denn das jetzt? Hä? Was ist das? Ach ja, ich flieg. Hä? Aber da war doch gar nichts. Der erste Treffer, der mich getroffen hat. Was war das? Irgendeine Flamme, die da noch runtergefallen ist oder was? Die habe ich gar nicht wahrgenommen. Och, das ist doch echt der letzte Shit, Alter. Ja, ich werde entwaffnet. Ein traumhaft. Nee, echt. Kann mir nichts Geileres vorstellen. Lanzenkleider für mehr Rüstung. Bombenstimmung. Komm, fuck off, Alter. Oh. Und der Lanzenkleider kann nur so dämlich in die Gegner reindonnern. Wie ein Vollidiot. Die Klabauterwaffe war ja auch noch das Ding mit plus 8 Stärke. Ist halt die Frage, macht das mehr Sinn, statt die ganzen Erze und alles da jetzt so reinzufeuern? Gut, na doch, nee. Keine Ahnung, vergesst es. Ich könnte halt mal Bildbau machen, wenn ich halt mehrere Sachen auf plus 3, 4 hätte. Könnte ich dann zwei Sachen plus 3, was weiß ich, Klabauter anziehen. Dann Goldfund, zum Beispiel jetzt in so eine Klabauter-Goldfund-Sache spielen. Wie auch immer. Da könnte man mehrere Bonis abstecken. Oder halt mal eine Einheitsstufe 100 mitnehmen. Was auch immer das dann ist. Vielleicht ist das ja mal was richtig Krasses. Das kann ja durchaus sein. Es könnte sein, durchaus möglich, ja, dass ich das hier jetzt mal... Ah, mit dem könnte ich jetzt auch noch die Bosse da machen. Ich glaube, das mache ich auch. Offcam jetzt hier, das sollte ich ja hinbekommen. Ich hole mir da noch ein paar Punkte. Ja, das mache ich jetzt wirklich offcam. Ihr habt es ja gesehen, wie das meistens läuft. Ich brauche irgendwelche glücklichen Perks und dann geht das irgendwie. Da hole ich mir hier auch nochmal die 20.000 Punkte ab. Und mache vielleicht noch offcam so einen kleinen Mini-Run. Das kann sein. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.